Was die Rechtsmediziner und die Pathologen für die Besucher alles arrangiert haben, könnte tatsächlich aus einem Film sein. Anhand der Beispiele und Erklärungen wird aber auch schnell klar, dass die richtigen Rechtsmediziner sich von denen aus dem Fernsehen doch klar unterscheiden. Ja, wir schaffen es nicht, einen Fall in 45 Minuten zu lösen. Es ist sehr aufwendig, die ganze Sache, die wir hier machen. Sie müssen sich vorstellen, zuerst einmal muss man von einem Spurenträger das Material wegnehmen. Dann da gibt es mit Hilfe von Chemikalien, weiteren Reagenzien, die wir dann ein DNA-Profil erstellen. Und das braucht halt einfach seine Zeit. Der Tag der offenen Tür lockt hunderte Interessierte in die Gänge vom neuen Haus 11 vom Kantonsspital St. Gallen. Neben dem Labor ist auch der Autopsiesaal zugänglich. Alle außergewöhnlichen Todesfälle werden hier untersucht. Genaueste Hygienevorschriften sind hier wie überall im Haus Voraussetzung. Wir müssen auch kleinste Veränderungen an der Körperoberfläche zum Beispiel feststellen. Also gutes Licht ist maßgeblich. Wir haben hier Tageslicht. Wir haben natürlich in dem Neubau jetzt hier im Haus beste Verhältnisse und das ist schon ein Unterschied zum Fernsehen. Sonst sind die Fernsehserien aber insgesamt gut gemacht. Genau dank denen hat es wohl auch so viel Andrang heute. Auch Gesundheitsvorsteherin macht sich ein Bild von der Arbeit im neuen Institut, das erst seit dem Sommer in Betrieb ist. Ich habe natürlich das Gebäude schon mal gesehen, aber da war es noch nicht wirklich mit Inhalt gefüllt, sondern eher aus dem architektonischen Gesichtspunkt habe ich es dort kennenlernen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es die Fachleute auch bewertet haben. Sie arbeiten ja schon eine Weile drin und die ersten Erfahrungen wirklich eins zu eins zu hören, das ist für mich wichtig und auch spannend. Die 37 Angestellten von der Rechtsmedizin teilen sich das Gebäude mit der Pathologie, wo unter anderem Krankheitsbilder analysiert werden. Die Zusammenlegung ist für die Fachleute sehr sinnvoll. Häufig brauchen sie nämlich die gleiche Infrastruktur.